Sie haben Bremen überfahren und werden sicher wieder Meister. Ich zähl schon lang nicht mehr die Schalen, weil die Serie niemals reißt da. Der FCB wird die nächsten 1000 Jahre immer oben stehen. Wir können's nicht mehr sehen, denn es tut weh, wenn die Spannung auf der Strecke bleibt und alle nur noch gehen. Jetzt haben sie auch noch Kane. Der FCB kriegt das meiste Fernsehgeld ins Portemonnaie. So ist das System. Der FCB kauft die besten Spieler weg, die Konkurrenz kann eh nur hilflos zusehen, wenn die Leistungsträger gehen. Ja, dann können wir aufhören, dann können wir es lassen. Geld und Erfolg als Kreislauf, das sagt der Fan, ich scheiß drauf. Ihr müsst gerecht verteilen, bis zum allerletzten Cent. Ist Fairness nicht was Schönes, frag ich den Uli Hoeneß. Und der Uli, der sagt nur, es ist eine Scheißfrage. In der NBA können sich die schwachen Teams, die ganz weit unten stehen, die besten Nachwuchsspieler nehmen. Doch der FCB wird die nächsten 1000 Jahre immer oben stehen. Wir können's nicht mehr sehen, wie die Bayern abgehen. Ich habe sie erwartet. Um den Rest dieser Folge extra 3 zu gucken, müssen Sie in die ARD-Mediathek gehen.